Ja, mei, Kruzifix. Dann lass mal den Haxen knacksen hier. Die was? Na, die Haxen knacksen. Ja, Haxen knacksen. Ja, Haxen knacksen. Kennst du keine Haxen? Leckere Haxen. Hier ist das Weichungssofa und wir spielen Gears of War 3 und wir spielen auch nicht alleine. Wir haben jemanden zu Besuch. Und das ist, nein, nicht der Snork, sondern der Crazy Memphis. Jawoll! Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen auch auf meinem Kanal zu Gears of War 3 im Koop. Das war der Plan, so. Dad. Ja. So, ich muss euch sagen, ich höre nichts. Verstehe. Du hast ja nicht alles ausgestöpselt, oder was? Eigentlich nicht. Aber ich höre trotzdem. Sind die Maden noch vor deinem Labor? Weg. Ja, sie werden die Aufzüge verteidigen. Such einen anderen Weg. Es muss noch eine Wartungsluke geben. Ah, ich höre was. Du hast mir gut am Popo rumgeholfen. Ja, ich habe ja ein bisschen am Popo geholfen hier, der Popo-Helfer. Das Erdungskabel wieder rangesteckt, ne? Reingesteckt. Ganz tief weißt du so? Rein. Piep. So, mach mal die Tür auf hier. Cold mach ich rein. Mal. Ganz lässig. Okay, ich muss wissen, Hello. Was Mira da abgelassen hat. Sie kannte deinen Vater vor E-Day. Wie? Ich meine, sie sieht menschlich aus. Ist sie dem Locust Club nur zum Spaß beigetreten, oder wie? Papa hat nur Mist erzählt, Bert. Vielleicht nicht. Arcade-Automaten? Ist ja cool. Geil. Wer ist das Ding hier? Wenn man LB hält, wird's ein bisschen heller, ne? Nur so, aber nur ein bisschen. LB? Ja, dann hast du halt die Umrisse, ne? Ach so, ja, okay. Deswegen. Hast du dunkel bei dir eingestellt? Also bei mir ist, geht's eigentlich. Bei mir ist halt alles auf Standard, ne? Bei mir ist es recht dunkel. Das wirst du dann sehen, wenn du das Video siehst. Mein Gott, bist du Standard. Du bist so Standard. So voller 0815-Type hier, weißt du? Ja, der ist Standard-Crazy. Keine Granaten haben, okay. Granaten, doch mit. Also. Here we go. In einem anderen Spiel hier. Eines Tages mal. Ihr spielt und ich bin extra so einen eigenen Singleplay. Ihr Maden. Da macht Guten Tag, klopf, klopf. So, Munition wäre nicht schlecht, ne? Nimm das! Ich komm gar nicht aus der Tür raus. Ah! Warte, du Mistvieh, jawoll. Mulcher ist frei. Ich hab Mulcher. Mulcher ist frei. Nice. Ist etwas vorgefallen. Oh, sind hier Lancer? Oh, hier sind Lancer. Danke. Ich sehe nichts, aber irgendwen habe ich gerade gesehen. Oh, ich werde zersägt. Ich wurde zersägt. No! Du hast das Sofa zersägt, ehrlich zersägt. Ja, ich hab's. Du hast das Sofa kaputt gemacht. Ich hab schon wieder das Sofa zersägt. Oh mein Gott, ich mag halt keine anderen Sofas außer dem Zweikampfsofa. Oh das ja. Ist, ja, gut, da wollte gerade sagen, da wollte man keine Konkurrenz aufleben lassen, ne? Also. Das erinnert mich übrigens an das Sofa. So, okay, Sofa dann laufe ich jetzt wieder nach Hallo, oben. Leute. Wolltest du denn andere Sofas haben neben uns? Nein. Na, das hat ja was gebracht. Naja, gut, auch hat was gebracht. Oh, ein Mulcher, für mich. Ja, den hatte ich eben gerade. Oh, scheiße, das Ding ist abgeprallt. That's right. Gotta be kidding me. You're kidding me, motherfucker. Yo, yeah. Hier lag doch gerade noch so. Ja, damals. Okay, bleib ruhig. Mehr Socks. Ja, hier um die Ecke habe ich. Ja, ich suche erstmal Moon, gesehen. Weil. Es ist echt mager gerade hier. So, hier, ja. Ich sehe nix. Oh, Dicke. Warte, ich werfe eine Banade. Anade. Oh, ist weg.
Ist der dicke down oder was? Ja, ja, ne? Ja. Ich sag jetzt mal, ich hab ihn erschossen. Aha. Yeah, right. Wow. Hä? Hey, hier, der guckt. Warte. Oh, Geschütz auch noch da hinten. Ah, okay. Okay. So. Au. Hey, setz dich hin. Ja, was liegt denn hier? Eine Granate, Renate. Ja, mei. Kruzifix. Dann lass mal die Haxen knotzen hier. Die was? Na, die Haxenknaxen. Der Haxenknaxen. Der Haxenknaxen. Ja, kennst du keine Haxen? Leckere Haxen. Wo wohnst du? Ich wohne in Hannover. Gebürtiger Hesse. Aber mit einem leichten Flair, mit bayerisch. Ein bisschen sächsisch ist natürlich auch noch drin hier. Ist alles kein Problem. Zu viel Kulturen auf einmal. So. Und wenn du Russisch willst, kannst du auch bekommen. Ist gar kein Problem. Russisch, ja. Alter, ihr seid dicke. Wer hat den dicken... Oh, hello, Buddies. Hey, Dicky. Boah, den hat's zerfleischt, Alter. Fleischsalat. Fleischsalat. Heute frisch nach Hausmacherart. Frischhack. So sieht das aus. Frischhack. Sag mal, warum haben die schon wieder alle nur diese Hammerbürsts? Hier liegt doch hier ein Mulcher. Hause alle weg. Ich hab auch einen da hinein. Komm, mal den Mulcher mitnehmen. Ein Schloss offen, Vater. Kann ich aber den Mulcher da mitnehmen? Wo ist der? Hier, zur Hand. Ah, hier. Ja, ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Kitsching! Bitching? Hast du Wir sind die Mulcher. So, nun. So, ich hab den da schon gezogen. Achso, wir müssen in den Sicherungskasten. Okay, 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 dann müssen wir mal. Einen hab ich schon, jetzt kommt der nächste. Backtracken. Backtracken. Jetzt, ja, pass auf, jetzt musst du bestimmt das Geschütz benutzen. Dreh ich mal um. Ich ja, aber nicht. Das ist. Ja. So. Ne, wir müssen auf die andere Seite hier einfach, ne? Oder? Ja. Ich dachte, da kommt jetzt noch einer. Okay, sorry. Aber wir können da ja nicht durch, oder? Wir müssen die Tür auftreten. Die Tür auftreten, ja, genau. Tritt doch mal die Tür auf. Hier liegt ein Mulch herum, wer war's? Ja, das war. Den musste ich fallen lassen, weil ich gegen die Tür getreten habe. Macht Sinn. Hinter dem Stuhl. Hinter dem Stuhl. Geht's weiter. Wer braucht diesen Schrank denn noch? Mulcher for the win. So. So. Oh yeah. Und. Leer ist. Na, mach schon. Ne, also, hallo? Was machst du denn da? Drück doch mal den Schalter. Ja. Dann drück den Glöble. Was machst du denn da immer? Er bietet mir eben an und dann nicht und jetzt wieder. Oh. Nicht A, ist das andere. Ja, ich weiß. Wir kommen zurück. Nimm den Finger aus dem Ohr und nimm die Moon auf. So. Mann. Okay. Wir müssen doch jetzt hier hinten rein, ne? Ja. Du mit deinem hinten rein. Irgendwie macht mir das Sorgen heute. Das ist schon das tut dir leid. Deine dritte Anspielung mit du willst hinten rein. Immer wohl hinten rein, Manu. Ah, Manu, echt tut mir leid. Das macht mir echt Sorgen. Also crazy, ich... Morris, Anja. Papa. Es tut gut, dich wiederzusehen. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Es tut mir hat leid. Hat er sich ernsthaft dort unterm Schreibtisch versteckt? Ja, ja, natürlich hat er das. Vater. Ja. Ich fragte mich, was ich wohl zu dir sagen würde, wenn ich dich wiedersehe. Aber wir hatten nie Zeit. Sprich, Lippensynchron? Machst du das nicht als Bauchredner? Also, ich arbeite nicht nie ohne Einsatzcode. Die gleiche Absicherung wie beim Hammer der Morgenröte. Ich bin ein Meister der Massenvernichtung, nicht wahr? Okay. Ich habe jahrelang über alles nachgedacht, Marcus. Du und Anja, ihr alle, kostet euer Leben voll aus, wenn das vorbei ist. Versprich mir das. Ihr alle, bedauert ja, nichts, auf den Ficken, kommt nicht zurück. Ja, sicher, Vater. Wir sollten jetzt gehen. Ja. Wenn die Emulsion keine Weisheit hergeschickt hätte, hätte ich einen Weg gefunden, auch die Locust zu retten. Sie hätten in den Untergrund zurückgekommen. Sag mir, dass es dir wegen denen nicht leid tut. Verantwortung, kein Bedauern. Es ist mein Fehler, dass sie da sind, Marcus. Ich konnte die Emulsion vor all den Jahren nicht aufhalten. Das hat die Locust aus ihrem Labyrinth getrieben. Ich bat Myra, ihre Leute unter der Erde zu halten, aber das ging nicht.
Also, Alter Talt, habe ich das richtig verstanden? Story ist immer zu viel für dich, ne? Du musst immer labern oder Scheiße machen. Einfach zuhören kannst du nicht. Oh. Ruhig hier, rede noch. Erst viel später. Ich hatte so viele Ideen. Bloß zu wenig Zeit, Vater. Disneyland. Los, was wissen wir noch alles nicht? Du bist Wissenschaftler. Denk später nochmal drüber nach und versuch zu verstehen, was ich tun wollte und tun musste. Nicht reden, gehen! Ja, ganz genau, nicht reden! Genau! Komm, wer tot wäre, mein Kumpel! Aber Smirk, mit dir gehe ich nicht ins Kino, definitiv nicht! Ja, ist ja. Warum das denn nicht? So, jetzt das Geschütz bitte bemannen, das wäre jetzt nicht schlecht. Ah, Mano, Phoenix, mein Einsatz wäre es gewesen hier. Machst du sie alle weg, bitte? Oh, was sind die am Lava gewesen? Und auch hier noch eine Weisheit des Tages hinterhergeschickt. Oh, herrlich. Oh. Sehr gut. Warte. Oh, oh. Hast du Orks gesagt? Snorks! Beim Sterben, Snorks! Da rennt mein Vater mir in die. Also. Mensch, Fati, weißt du? Mach sie mal weg da! Ja, ihr rennt alle direkt davor! Soll ich euch in den Rücken schießen? Oh, sorry. Sorry, my bad. Weißt du, nachher jault ihr denn wieder, dass ich euch in den Rücken schieße? Warum schießt das denn? So, fertig oder was? Hammerburst, ja. Hammerburst, nur Hammerburst. Überall nur Hammerburst hier. Der Professor läuft hier mit, ist der dumm oder was? Oh, hier ist ein Raum, wo man rein war. Ja, ja. Oh, Granaten, oh. Granaten. Sehr gut. Warum sprichst du mit so hoher Stimme, Chris? Weil ich mich so freue. Und hier haben wir noch einen One-Shot. Hier ist noch ein One-Shot. Weg mit dem Sofa! Hier gibt's nur ein Sofa! Eine echte One-Shot ist ja cool. Ist zu spät, oder? Nein, das ist eine Fake aus China. Die ist so eine Billig-Variante. Also, ja, genau. Made in Hongkong. So, aufladen, die jetzt zu Ende. Ich mache den Schalter an. Achtung. 3, 2, 1. Was? Aufladen? Wo? Das ist die falsche Taste. 3, 2, 1, da hör mal nichts. 3, 2, 1, später. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Im Notfall nicht den Fahrstuhl. Und jetzt haben wir den James Bond Fahrstuhl, wo unten einfach der Fußboden aufgeht und wir alle. Nee, und schwupp, genau. Und wieder komplett am Anfang des Levels. Mist. Ah, jetzt geht's los. Wieso bist du eigentlich schon gespielt und ich noch nicht? Ah, okay, ja, okay, cool. Das ist das Ende, oder? Das ist, ja, das ist das Ende. Das war auf ultimativ hart, ultimativ scheiße. Das war, ey, also circa wirklich. Ähnlich, also ja. Da musst du echt mit. Also ich quäl mich eigentlich nicht gerne mit so Hardcore- und Veteranen-Scheiße, aber hier, das war echt so übel, Mann. Ja, wir hatten nachher. Dann spiele ich lieber ein Call of Duty auf Veteran, das sag ich dir. Ja, deutlich. Also das war wirklich auf der höchsten Schwierigkeit, war das nicht witzig. Das war wirklich so. Ja. A little bit too much, ja. Das haben wir nachher dann wirklich mit vollem Team gemacht, alle voll equipped und dann haben wir noch einen guten Spot ausgesucht, weil du sonst keine Chance hattest. Wir haben es zu dritt gemacht, ey. Ja, und jetzt erst musst du noch sagen, von hinten und dann später müssen wir zu dritt. FSK 18 ein. Wir haben es zu dritt gemacht, von hinten und FSK 18. So, jetzt geht's ab. Wir sollten am besten auch nicht zu weit auseinander, ne? Dass wir hier uns immer wieder wiederbeleben können. Wie weit ich auseinander gehe, geht dich gar nichts an. Ja, gut. Also ich meine jetzt nicht in dem Fall auseinander gehen. Mach mal die Beine auseinander, aber was wolltest du gerade sagen? Oh, ekelig. Auf links ist auch so ein Mistvieh. Ja, weggesagt. Okay, der ist da, nice. Hier war ja auch irgendwo noch ein Centipede, oder? Ich hab ihn, gut. Oh. Müssen wir eigentlich nur durchhalten oder müssen wir auch irgendwas kaputt machen? Ja, wir müssen jetzt erstmal ein paar platt machen und danach. Genau, jetzt geht's hier. Ja. Ich kann die Vorrichtung erreichen. Na super. Bin fast da. Die Vorrichtung. Es dampft. Nein, das lasse ich. Ach ja, ach ja, ja. Ach ja. Ach nö. Da ist Mama.
wie sie sich bewegt in ihrem Outfit, Mama. Und tschüss. Wow. Tja, keine Sonnenbrille dabei, geblendet und Absturz. So sieht das aus. Oh nein. Ja. Ja, Achtung, blend! Ah! Burn, Motherfucker, burn! Im Mund gucken, ne? Also im Mund. Ach, ja, in ihren Mund, in, ja, da wo halt auch der schlechte Atem rauskommt, ne? Wo seid ihr denn jetzt? Da, okay. Ich bin irgendwo hingezappt worden, ich weiß keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie ihr seid, keine Ahnung. Ich bin down. Wer kommt? Ich bin hier noch neben dir, dankeschön. Ich will da weg. Surprise, Motherfucker. Oh nee, ich war doch hinter der Deckung. Bert, hier, komm her. Here we go, dankeschön. Bert ist ein Kumpel, oder? Bert ist mein Kumpel. Ja, ich mag ihn. Bert, komm schon. Friss die Kugel. Bitch. Schade, keine Moon mehr. Yeah. Oh, das passt. Oh yeah. Hat sie. Hab sie. Ich habe den Final Blow gemacht. Den Final Blow? Ja, den Blow. Den Final Blow? Und zu mir sagen, ihr macht euch Sorgen, oder was? Ja. Ich muss hier weg. Hammer Burst Time, here we go. Nee, das ist ja hier, Hammer der Morgenröte. Ja, aber genau. Ich bin ein bisschen nah ran, aber ja. Oh, da ist hier runtergefallen. Upsi. Ach, Flugnasen sind auch noch da. Okay. Ja, sie ist jetzt zurück. Oh. She's back. Oh, komm, Mädel. She's back. Ja, die Flugnasen sind auch wieder kacke. Ja, die nerven extremst tens. Oh, wo ist sie denn? Ach, da. Was? Wo? Wer? Wie viel? Wo bin ich? Ich glaube, Hammer der Morgenröte erst wieder später, ne? Ja, das ist jetzt irgendwie... Ah. Ja, ich ja, noch kaum Munition. Wo haben wir denn hier mal Moon? Ah, da ist Moon. Moon. So, mein Hammer hat wieder ein bisschen Moon da. Er macht aber nichts, der Hammer. Warum kann er? Ja, ich kann auch nichts machen mit dem Ding. What the hell? Auf dem Mountain. Jo. Cool Shit, here we go. Hey, flieg nicht weg, Radde. Flieg Radde. Wow, das war knapp. Ja. Huhuhu, das war echt knapp. Lalala, blend. Okay, ich glaube, ich... Ne, ich kann den immer noch nicht benutzen, okay. So, jetzt aber. Jetzt fährst du hin, jetzt kannst du los. Jetzt. Immer drauf, los. Mach sie das. Ah. Okay, sie fällt. Bei mir passiert nichts, aber egal. Ja, zweimal geht nicht. Wir müssen ja den gleichen Morgen-Tröhlingsbums. Den Morgen-Tröhlingsbums. Du weißt, was ich meine, oder? Das hier so haben Sie Ihren Morgen-Tröhlingsbums nicht genommen? Ja, das tut Ihnen ja nicht. Ja, warte, ich bin dabei. Ah, okay, ist down. Hier ist down. Hab ich. Schieß nie dermaßen down. Der Morgen-Tröhlingsbums. Wo ist er denn? Da. Ah! Hey, hallo? Darf ich auch mal drauf schießen, oder was? Nee. Oh, jetzt. Yeah, okay, sie ist wieder oben. Ich halt voll rein mit meinem Hammer. Yeah! If I had the hammer. The hammer in the morning. Oh, oh, oh. Grün, leucht, brennt, burn. Na, komm schon! Yeah. Wow. Okay, geil. Ja, wie einfach das hier ist, ey, mal ernsthaft. Jetzt kommen die anderen Sackgesichter. Ist noch nicht fertig. Jetzt kommen wieder die Minions. Ja. Wieso stehe ich jetzt hier? Mama! Hammer der Morgenröte! Los! Here we go! Oh! Ich habe jetzt auch nur noch ein bisschen drin, also den Rest muss dann, glaube ich, Snorpsi machen. Meiner ist leer. Ach, deiner ist leer, okay. Meiner ist auch gleich, deswegen. Super. Wow! Wäre ganz gut. Wuha! Grisi, burn, baby, Grisfest. Burn! Burn, baby, burn! Okay. Der so, wo sind denn jetzt die kleinen Gegner? Sind die was? Schon platt? Cool. Ah, wow! Ich sehe das nicht! Wo sind denn die kleinen? Sind die schon platt oder ja, was? Ja, ich hab sie erschossen.
Okay, nice. Awesome. This is fucking awesome. Awesome. Hier habe ich mein... Good game, my friend. Good game. Da schießt, wie schießt wer denn da hinten? Ja. Aber was wird das? Ist sie da wieder, okay. Oh, das ist eine total Tante. So, jetzt müsste sie wieder hochkommen, ne? In der Mitte? Unter? Ja, kann sein, ja. Ah, da ist sie. Da ist sie ja. Hallo, mein Schatzi. Au, das war zu heiß. Bert, du alte Säge, sprichst neben dir. Revive mich doch mal. Bert wieder, ne? Hier, komm, mach ich das mal. No. Hey, Schnucki, mir bist aber ganz schön heiß. Ja, das bin ich, ne? Nicht wirklich. Nein! Nein! Ich bin geburnt. Wirst du gerettet? Ja, okay, nice. Nein, ich wusste es! Du bist wie viel weit vorne. Okay. Ich wollte zu diesem Ding hier hin, Mano. Bert hat das gemacht. Sehr gut. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Okay, so weit kann ich nicht schießen. Nee, brauche ich auch gar nicht probieren. Da muss ich jetzt viel näher ran. Ja. Nicht wegrennen. Jetzt fliegt sie wieder hierher. Oh, die dumme Sau, ne? Die dumme Mistmale. No, no. Oh, das macht die doch jetzt mit Absicht. Das glaube ich auch. Ja, kaputt. Okay, ich habe jetzt nur noch wirklich ein kleines bisschen da drin, ne? Ja, mach gut. Das war's. Okay. Ja, mehr habe ich auch nicht. Enemy Reinforcements, wo sind die? Ja, ich habe auch gerade davon was gehört, aber... Da. Ah, hier kommen sie hoch, damit. Meine Backen. Vorsicht, da sind zwei bei dir. Okay, okay. Hat jemand noch jetzt einen Morgengruß? Nee, ne? Also nee, ist alles, komplett alle die Scheiße. Haben wir hier noch welche hier irgendwie rumliegen oder so? Ja, ich... I don't know. Ich weiß nicht, kann man sich die hier wieder aufladen oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich gucke mal rum, ich guck mal kurz rum. Ja, ach du auch? Irgendwas müssen wir ja machen, ne? I'm running. Gleich bin ich... Gleich komme ich wieder bei der Königin da raus. Ja, ich bin direkt hinter dir. Wir machen jetzt hier einen Rundkurs. Der Rundkurs. Oh, 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 oh. Fuck off. Vorsicht, Granate. Das ist in die Kundschaft, ne? Kann das sein? Ey, wieso? Was macht denn der da? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das, Mann? Oh, der ist total gemein zu mir. Schade, ich bin da, ich bin bei dir. Der ist aber echt gemein. Das war so. Dann was machen wir jetzt mit der Ollen ja, hier? Ja, jetzt fangen wir mal gut. Die liegen sonst noch hier, genau bei der Tante, genau hier. Ah, okay. Ah! Okay, meiner ist wieder voll. Here we go. Jetzt rösten wir sie. Good night. Ja, ich hab auch aufgeladen. Mach uns platt. Sehr gut. Au, wer, was? Ach, dieser warum? Flugdinger da oben, ne? Der ja, macht jetzt, dich weg, bevor ich dich... Oh, oh. Sie ist wieder an. Maul. Und da, Kundschaft. Neben dir, neben dir. Leer. Neben wem? Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, okay. Die hat mich auch fast geröstet. Und diese Flugnase da oben. Tschüss. Bye, bye. Ah! Ey, geh aus der... Komm schon. Ja, ist klar, hau ruhig wieder ab, du. Ja, natürlich. Ey, 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 ey. Komm runter, du Miststück, jawohl. Jetzt. Ja, wunderbar. Easy. Oh, yeah. Schmerzel fest. Reinforcement. Again. Okay. Ja, wo ist sie denn hin? Ja, sie ist runter und... Ja, ah! Die geht doch auf den Turm rauf, oder? Och, nö. Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall noch, ja. Okay. Jetzt müssen wir sie nämlich vom Turm verjagen. Schön hinten drauf! Ja, oh, also schon wieder hinten drauf. Ja, ich war...
immer hinten rein. Ja, ich weiß, was du willst. Wir wissen, was du willst. Haben wir durchaus verstanden. Du hast es oft genug erwähnt. Ich hier brenne. Ach, jetzt ist sie wieder da, oder was? Ja. Ja, aber wir haben sie hier verjagt, ne? Was ist das denn hier? Direkt vor mir so eine Typnase. Ja. Ich habe nur noch 10 Schuss in meinem Lancer. Ich muss mal kurz nach Moon suchen. Ja, mach mal. Hier gibt's ein bisschen. Ja, ich bin auch unterwegs. Oder? Ich bin I'm running. Nee, ich drehe jetzt nochmal im Kreis hier. Hier ist was. Okay, nice. Ja, es liegt ab und an mal immer so am Rand irgendwas. Hey, Bitchy. Okay, sie macht wieder... Ach nee, sie fliegt zurück. Okay. Ah, weg hier! Ja. Das war knapp. Ui. Meine Fresse, kommt das ab, ey, die Alte. Ich hab keine Deckung. Ich auch nicht. Die andere Seite der Deckung, leider. Habt ihr? Okay, nice. Die. Oh, sie ist wieder down. Los, lasern. Weglasern. Hab ich, bin dabei. Oh, Brezel. Meiner ist wieder alle. Ja, meiner ging weiter. Gleichzeitig draufgehalten. Geht meiner automatisch weiter, wenn du aufhörst. Und ruf. Dein toter Arsch geht auch hier. Diese Coltrane will auch nur von hinten. Ihr seid mir welche, doch. Oh, 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 oh. Totale Romantik, habe ich behaupten. Na, aber hallo. Aber hallo. Bald ist die volle Leistung erreicht. Professor, wie genau wurde dies zuvor getestet? An Mäusen. Mir selbst, Damon. Ich musste herausfinden, wie sich die Emulsion entwickelt. Also habe ich sie mir selbst injiziert, um die Dinge zu beschleunigen. Oh, Vater, wir sahen, was die Menschen in Mercy antaten. Oha. Fleisch, fresh meat. Hirn. Gestartet! Los, Vater, der Turm ist jetzt zu instabil. Es tut mir leid, Marcus. Ich schaffe es nicht mehr. Es ist okay, ich trage dich. Marcus, die Emulsion hat sich in mir schneller entwickelt, weil ich es so wollte. Ich musste herausfinden, wie sie sich reproduziert. Wovon redest du? Oh, Scheiße! Nein! Du wirst nicht sterben. Es ist zu spät, Marcus. Jede Zelle meines Körpers kollabiert. Und das passiert mit jeder kontaminierten Zelle auf Sarah. So muss es sein. Nein, verdammt! Ich verliere dich nicht nochmal! Ich bin froh, dich noch einmal gesehen zu haben, Marcus. Stirb jetzt! Und lebe! Das ist nicht so traurig, ja. Für mich! Platz. Boah. Hat jemand die Urne dabei? Können wir mal einpacken. Einen kräftigen Wind zu spielen. Ja, erstmal brauchst du eine Handfeger. Staubsauger. Ah, wegsaugen. Sonst ist dein Handsauger. Schon eingebaut in der Waffe. Ja. Welchen Staubsauger trägst du heute? Ach, das ist mein Vater. Du bist auch echt immer so übel, du bist immer so böse. Ach, guck mal an. Sie lebt noch. Hybris. Feuer einstellen. Warum? Gib ihr. So ehrfürchtig und moralisch. Selbst jetzt. Ist es das, was du denkst? Dein Vater dachte immer, dass er auf alles eine Antwort hätte. Aber er hatte keine. Nur gerissene Wege, um zu töten. Der Hammer der Morgenröte. Ja, Sinto. Und jetzt dies. Seine Arroganz hat ihn schließlich umgebracht. Hörst du das? Nö, warum? Gruß vom Dom.
Unter allen anderen, die du getötet hast, Miststück. Genau, nicht dumm schnacken, Messer in den Rücken. Ist ja auch noch ganz kleines. Das war echt ein kleines Ding. Merkwürdig. Der Haufen Asche. Der Haufen Asche. Da sind sie alle wieder zusammen. Und der Haufen Asche. Welle für Welle. Ja. Ja, aber eigentlich leben die doch unterirdisch. Wie kann das da so unterirdisch das gehen? Durch das ganze All, durch das ganze Weltall geht das. Ja, aber auch durch Wände, durch Böden, ja, durch Penisse. Das geht durch alles durch. Durch alles. Die haben den Ausfluss, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Das war der ganz große Pickel, die sie ausgedrückt haben. Der war ganz übler Ausfluss. Das passiert, Leute, wenn ihr euch nicht richtig pflegt, nicht wahr? Die Pickel spratzen und spritzen. Also man kann es mit Körperpeeling auch übertreiben, finde ich. Aber auch alle Emotionsfelder, ja, richtig. Die Energie dieser Nation, ne? Kaputt. Brennt aber auch der Turm, ne? Das ist doof, ne? Ja, der brannte ja schon am Anfang, als wir unten standen. Ach, ist der Turm, ja, stimmt. Nur aber echt. Gut dann noch. Grabquelle. Diesmal hat er überlebt. Zum ersten Mal in Gears of War hat er überlebt. Wasser gereicht, weißt du, der Helm. Dann ein bisschen neu. Yeah, cool. Leer, Motherfucker. Und die anderen Schlampen. Woher wissen die, dass die das waren? Also, du, gutes Kommunikationsnetz, Facebook, keine Ahnung. Mal kurz auf Twitter gepostet. Genau. Phoenix war's. Kurz ein Video auf YouTube hochgeladen und dann. Ich glaub. Hier ist der Bauer. Noch baden gehen. Und einen dicken Gürtel. Und jetzt, wie so viele Soldaten, hat er ein Problem, wieder ins richtige Leben reinzukommen. Ja, genau. Depressionen, ja. Drogen. Er hat Haare, guck mal, alle dachten, er hat eine Glatze. Yeah. So geil. Zuerst mal ohne Kopftuch. Ja, vor allem, ich finde, er sieht dann gleich ganz anders ja, aus. Ja, total. Marcus, was es auch kostet, ich bin hier. Das kostet ich was? Okay, 20 Euro. Was ist noch da, Anja? Was haben wir jetzt noch? Na, uns? Ja, genau. Mit dir. Du machst mal von hinten. Endlich haben wir einen Morgen. Sorry, ich wusste, es passte doch, oder? Oh. Das wird zum neuen Insider, glaube ich. Genau. Crazy von hinten Memphis. Oh, das ist von. Herr von hinten, bitte zur OP. Herr von hinten, bitte. Ja. Der Proktologe verwiesst. Herr Doktor, das ist die ganze Hand. Warum kniet sie vor ihm und was macht sie da? Warum bewegt sich alles so? Wer weiß, was die da gerade machen. Ne? Wie war das eben gerade mit Final Blow? Ja. Gott. Ich glaube, ohne vorgreifen zu wollen, ich würde sagen, das war Gears of War 3. Das war Gears of War 3 für uns, genau. Das ist ja der Hammer. Auf jeden Fall. Der Hammer von hinten, ja. Oh Menno! Sehr gut, sehr gut. Ja. Cliff, der alte. Leute, das war's. Ja, ich würde auch sagen, gibt's noch irgendwelche abschließenden Worte, die man dazu sagen kann? Nein. Es war ein wirklich schönes Spiel, mal wieder gespielt zu haben, auf jeden Fall. Ja, ein echter Klassiker eigentlich. Und vor allen Dingen. Ja.
Dann muss ich mich auch noch jetzt bei euch bedanken, Smirk und Snorks, für die recht herzliche Einladung für dieses Let's Play Together. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gern. Dafür nicht, immer wieder gern. Und ich hoffe auf weitere Projekte. Klar. Also zum einen gibt es noch andere Gears of War-Teile, aber es gibt auch andere Spiele. Wobei man wirklich sagen muss, also falls ihr da draußen das, die Gears of War-Reihe noch nicht gespielt habt, und, aber Freunde habt, mit denen ihr im Koop spielt, das ist tatsächlich ein Spiel, das extrem auf Koop ausgelegt ist. Super Fun auch, es ja. Wirklich ja. Fun macht. Ja. Wirklich, wirklich. Eben. Die Boomshot macht auch viel Spaß. Ja. Genau, vor allen Dingen, wenn man auf seine Fußnägel zieht. Ja. Und ja. Abdrückt. Ja, und abdrückt natürlich. Muss sich ja lohnen, ne? Die Fußnägel sollen ja neu geschnitten werden, ne? Peeled. Oh Mann. Ja, super. Dann, dann sind wir erstmal raus und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Drin, ne? Genau. Ja. Viel Spaß noch mit den Credits, Leute. Wir hören uns dann zum nächsten Crazy Let's Play. Yo. Tschüss. Ciao. Ciao. Gibt gar keine Credits. Hey Leute, was geht denn? Ja, ich möchte jetzt nochmal zum Schluss nochmal was sagen, dazu bin ich in dem Video leider nicht mehr gekommen und ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch allen auch bedanken, die bei dem Projekt dabei gewesen sind, die mich bei dem Projekt oder eigentlich uns, das Zweikampfsofa und mich natürlich bei diesem Projekt begleitet und supportet haben. Und, ja, dafür nochmal recht herzlichen Dank und jetzt lasse ich euch natürlich auch alleine. Wir hören und sehen uns dann natürlich zum nächsten Crazy Video, Crazy Let's Play, Crazy Talk. What the fuck, Aaron? Infolgedessen, so sieht es aus, ich bin wieder raus.